Was verursacht Handkrämpfe? Handkrämpfe sind ein häufiges Ereignis, wenn in den Händen auch Muskelkrämpfe auftreten. Die oft sehr schmerzhaften Handkrämpfe können ein Anzeichen für verschiedene Arten von Krankheiten sein, von denen die meisten entweder geheilt oder zumindest behandelt werden können. In einigen Fällen ist die Ursache der Verkrampfung nichts anderes als überarbeitete Hände, die etwas Ruhe benötigen, um die Muskelspannung auf ein normales Niveau abklingen zu lassen. Menschen, die sich wiederholende Handarbeit leisten, erleiden von Zeit zu Zeit häufiger Handkrämpfe. Dies gilt auch für Personen, die hauptsächlich an Computern arbeiten und während des Großteils des Arbeitstages tippen. Außerdem können Fabrikarbeiter, die ihre Hände für den sich wiederholenden Umgang mit Materialien an einem Fließband verwenden, auch feststellen, dass die Hände wund werden und häufiger verkrampfen. In der Regel hilft eine Art Creme zum Erhitzen der Haut, die verspannten Muskeln zu lockern und Krämpfe zu lindern, insbesondere wenn die Aktivität für eine halbe Stunde oder länger unterbrochen wird. Ernährungsdefizite können auch die Ursache für Handkrämpfe sein. Insbesondere ein Mangel an Kalzium in der Ernährung kann zu Verspannungen in den Händen und zu Krämpfen führen. Bei manchen Menschen führt ein niedrigerer Kalium- und Vitamin-D-Spiegel auch zu Krämpfen, die sehr schmerzhaft sein können. Durch die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln und einige Anpassungen in der Ernährung, um sicherzustellen, dass die fehlenden Nährstoffe täglich aufgenommen werden, können die Krämpfe in etwa einem Tag gelindert werden. Handkrämpfe können auch durch zu geringe Flüssigkeitszufuhr verursacht werden. Wenn dies der Fall ist, können Sie das Problem umkehren, indem Sie einfach sicherstellen, dass Sie mehr Wasser und andere Flüssigkeiten wie Fruchtsaft oder Kräutertees trinken. Denken Sie daran, dass koffeinhaltige Flüssigkeiten das Problem möglicherweise tatsächlich verschlimmern und in der Regel nicht empfohlen werden, wenn der Körper nach sportlichen Aktivitäten und anderen anstrengenden Aktivitäten erneut mit Feuchtigkeit versorgt werden muss. Neben alltäglichen Problemen, die zu Handkrämpfen führen können, kann diese Art von Schmerz auch mit einer Reihe verschiedener gesundheitlicher Probleme verbunden sein. Menschen, die an der Huntington-Krankheit, der Parkinson-Krankheit oder Multipler Sklerose leiden oder eine Schädigung des Nervensystems haben, stellen möglicherweise fest, dass Krämpfe zu den Symptomen gehören, die sie häufig haben. Eine überaktive oder unteraktive Schilddrüse kann auch der Grund für die Handkrämpfe sein. Aus diesem Grund sollten anhaltende Probleme mit Krämpfen einem Arzt gemeldet und Tests durchgeführt werden, um festzustellen, ob ein anhaltendes Gesundheitsproblem vorliegt, das sich teilweise in Krämpfen manifestiert. Indem Sie genau herausfinden, was die Handkrämpfe verursacht, können Sie die richtigen Behandlungen einleiten und Tage genießen, die relativ schmerzfrei sind.